Ich finde es interessant. Also nur weil ich den Titel nicht geändert habe, sage ich mal, haben die es hinzugefügt. Sorry. Das war der Titel. Entschuldigung, nicht ich. Also okay, doch ein bisschen schon mein Schuld auch. Ich habe mich gefragt, hey, ich habe doch das eigentlich beendet. Ein Stream. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Hab mich gefunden zumindest, ne? So, warte mal. Nein, hä? Hey, Plauder und Co. geht weiter? Nee. Ach nee, der ist in Arbeit. Lol. Ich habe den Stream beendet und dann geht er weiter. Ich verstehe es nicht. Also, boah, sie. Ja, das soll ja nicht. Nein, ich wollte eigentlich nur. Ich habe mich so gewundert, nur weil ich den Titel nicht geändert habe. Sorry, Leute. Das war richtig komisch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall. Neustart und was werden wir jetzt zocken, ist die Frage. Ja, Resident Evil ist gut, da hast du recht. Da hast du vollkommen recht. Okay. Und die ganzen Sprachnachrichten in Gruppen. Ich werde jetzt mal. Ja. Ich werde jetzt ein anderes Spiel auch spielen, aber was für eins bin ich gerade überlegen, weil ich habe zwar viele Spiele installiert, aber ich weiß ja gar nicht. Ich fand es irgendwie wirklich jetzt gerade komisch. Ich beende den einen Stream und dann wiederum, ich habe den einfach danach so, ich glaube nach 3 Sekunden nochmal gestartet, aber ich habe mir jetzt nicht darauf geachtet, ob der von Dings offline war, versteht ihr? So, was könnten wir machen? Wir könnten Dead Effect, war ich überlegen, weiterzuspielen, wegen das könnte man nebenbei gut spielen. Oder ich war auch überlegen, wir könnten ein bisschen eine Stunde Collat noch machen. Ich glaube, ich mache Collat. Eine schöne Stunde. Würde ich sagen, Collat. Und dann mal gucken, was auf uns zukommt, ne? Nicht, Veränderung, bla bla. So. So, ja, prima. Öffentlich, komm, mache ich öffentlich. Ich weiß gar nicht, ich könnte es jetzt das eine, was zu Schluss ist, rausschneiden eigentlich in den einen Stream, aber ich weiß gar nicht. Werde ich mal gucken. Vielleicht mache ich es, vielleicht nicht. Ich werde gucken. Ja. Wir haben so viele Möglichkeiten. So, erstmal Collab starten. Ja, Far Cry 5 wäre auch eine Möglichkeit, aber ne. Ich glaube eher Collat, weil ich glaube, da waren nur noch zwei Koordinaten. Zumindest richtige. Ansonsten gab es da jetzt nur noch die Sammelfunde, soweit ich weiß, ne? Für nebenbei, also Far Cry würde ich jetzt, glaube ich, jetzt nicht so spielen, wenn. Für eine Stunde weiß ich gar nicht, Far Cry, der Anfang ging, so wie ich es bei Gronkh einmal mitgekriegt habe, so lange. Halt. So.
Ich bin halt ein bisschen gespannt, wie das Ende auch von Collateral ist, auch wenn ich es mir irgendwie ein bisschen vorstellen kann. Warte mal, warum schreibe ich? Dann schreibe ich mal auch in den Stream hier Collateral. Collateral. Fortsetzen. Ja, zwei wären da noch, ja. Und den letzten wiederum, also das mit D14, ich glaube 1483 war das. Oder 22. Da haben wir uns so tot gesucht. Ah, deswegen weiß ich nicht. Ich bin gerade zu überlegen. Hä? Ja. Hey, Kolat. Da sind wir jetzt endlich. So, wo sind wir jetzt auf der Karte? Die Lager, müsste ich wissen. Nee. Ach ja, wir waren da mit der 14, ne? So, warte mal, ich gehe hier ins Lager, damit ich. Stimmt, wir sind jetzt hier. So, da war ja diese 14. Diese 14 wollte ich machen als erstes bringen. Die andere war ja hier, soweit ich weiß. 1483 warst du. Und die 1483 war, ist eigentlich hier. Das Blöde ist, ich habe keinen Zettel da gesehen. Deswegen frage ich mich, wie machen wir es da? So wie letztens der eine Schatz mit die Koordinate. Ich glaube, das war ja 22. Warte mal, es war ja, sollte ja hier irgendwo sein. 23 oder 22 und da gab es gar kein Dokument. Ja, 22, 77. Müsste da sein, aber es war nichts. Deswegen, ich habe mir auch so. Wir könnten noch mal gucken wegen das Dokument, ne? Aber bevor ich jetzt die Koordinate da abfahre, finde, da sind ja diese Schattenwesen ziemlich viel. Komischerweise sind da viele Schattenwesen. Irgendwas ist da auch, aber ich glaube, die Schattenwesen, die bewachen auch diese Koordinatenfundorte meistens. Zum Beispiel bei dem Bunker war ja auch ein Schattenwesen, ne? Deswegen kann ich schnell zur Tür gerannt bin, wegen ich habe keinen Bock drauf. So, hier unten. Und dann müsste ich. Hey, hier ist auch ein Weg. Ach ja, stimmt. Aber wir müssen hier lang. Gehe ich davon aus. Hä? Ich bin nicht irritiert, wo wir sind, weil hier. Bin da rund, da lang gegangen, dann da. Ich eigentlich hier, oder nicht? You think you are significant? Denkst, That ich you will würde. Hat. uncover the truth for everyone to see? So you can point the finger at the monster. First, take a look at the mirror. Hey, ich sag ja, wir sind vielleicht auch ein Monster. Das kann man aber irgendwie sehr leise, oder? Ohne Witz, wenn wir hier diese eine Sache da finden, dann flippe ich aus. Wer soll denn da denken, dass es hier ist? Hier ist nochmal Koordinat. 2072. Warte mal, 2072. 20? Ja, okay, das ist dieses hier gewesen. Das haben wir ja. Machen wir Licht aus.
Wir sind jetzt wieder da, wo wir eigentlich nicht sein wollten. Zumindest wo ich jetzt eigentlich nicht sein wollte. Meine Befürchtung ist, dass hier irgendwas ist, deswegen da, dass übrigens die Kerzenstelle ist, deswegen. Und hier müsste an der Seite eine Koordinate mit 22. Gott, lass mich durch. Guck mal, ich bin zu fett, um hier durchzugehen, oder was? Muss ich wirklich quatschen. Da 22,77, aber. 21,77. Ja, aber das wäre da und da ist aber auch nichts. Ich war ja da. So. Dieses Geweine nervt. Guck mal, okay. Schattenwesen. Ich weiß gar nicht, sind die das da drin? Ich glaube, die spüren aber unsere Energie, ne? Hier muss irgendwas sein, aber hier ist nichts. Außer Kerzen und das hier. Aber hier ist nur dieses eine Bild. Mehr ist hier nichts. Ah! Meine liebe Vera, ich vertreibe mir die Zeit in der Anstalt mit langen Spaziergängen durch den Park. Nur hier finde ich Trost im Schatten der Bäume. Wenn ich sehe, wie die Sonne die grüne Blätter kitzelt und den sanften, warmen Wind auf mein Gesicht spüre, überkommen mich friedliche Gedanken. Die Ärzte sagen, das Schlimmste liege hinter mir. Die Krise war nur von kurzer Dauer. Ich kann nicht sagen, dass diesen Zustand ausgelöst hat. Ich weiß, dass du mir nie verzeihen wirst, dass ich, was ich getan habe, für diese Tragödie, zu der ich beigetragen habe, gibt es keine Rechtfertigung und keine Erklärung. Ich kann die kann sie nur hinter dem Schleier des Wahnsinns verbergen. Aber ich weiß, dass das eine erbärmliche Ausrede ist, hinter der ich mich nicht verstecken kann. Ich übernehme die volle Verantwortung für das, was passiert ist. Und ich bin bereit, dafür bestraft zu werden. Die Ärzte meinen jedoch, dass ich die Anstalt wahrscheinlich nicht verlassen werde. Ich möchte, dass du eines weißt. Ich würde für das, was ich dir angetan habe, tausendmal lieber im Gefängnis schmoren. Ich gebe zu, dass ich dich hereingelegt habe. Ich wusste, dass du nicht hören wollen würdest, was ich dir zu sagen habe. Deshalb habe ich einen Freund mit diesem Brief zu einer Schwester geschickt. Mit viel Überredungskunst konnte er sie schließlich dazu bringen, ihn dir vorzulesen. Ich danke ihr von Herzen dafür. Ich beende diesen Brief jetzt, denn ich will dich nicht noch länger langweilen. Ich liebe dich und hoffe, dass ich dir eines Tages alles persönlich wieder erzählen kann. Zum Glück ist mein Freund Anton immer an meiner Seite. Er war es, der zu deiner Schwester ging. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gesund. Ich wünsche euch alles Gute. In Liebe, Vitali. Das ist
Mir ist auch nicht aufgefallen, da unten. Wer denkt denn, dass da unten. Oh mein Gott, okay, das ist die Freundin. Gut, dann haben wir wenigstens den Zettel. Schnell weg hier und versuchen wir diesen einen anderen Zettel nochmal zu holen. Also den Brief da, der 21 und Leute, da waren wir. Das heißt, eigentlich müsste nur der vorne in einen Tunnel gewesen sein, so. Man muss nach unten gucken, Leute. So, hui. So, ich kann mal kurz gucken, Stream läuft, ja. Oder? Ja. Hey, ist was. Noch mal rein. In die Höhlen. So, jetzt haben wir wenigstens den Zettel. Warte mal. Also den 14 und. Aber echt ohne Witz. Oh. Nee, ich wollte jetzt nicht F. Nein. Aber. Der ist mir wirklich gar nicht aufgefallen da unten. Aber ich glaube, keiner würde es auffallen, wenn man da hinguckt und da sind nur Kerzen, dann ein Bild von der Frau, sag ich mal, von der. Ich frage mich jetzt gerade, was für eine schlimme Tat er gemacht hat, dass er in psychiatrischen Anstalt ist oder Gefängnis. Hat er sich verunstaltet oder was ist los? Hat gesagt, du gehörst mir. Mir alleine. Deine Seele. Du hast einen Pakt mit dem Teufel gemacht. Ja, mit mir ist es eigentlich auch so. Wenn man mit mir zusammen ist, dann hat man einen Pakt gemacht. Für die Ewigkeit eigentlich. Und wenn man das dann nicht mehr ist, hat man ein schlechtes Karma, sagen wir so. So, ich bin aber letztens. Ich bin aber. Hä? Bin ich hier? Da bin ich doch lang gegangen. Ich mach mal Karte auf. Oh. Wir müssten jetzt eigentlich hier sein. Ne? Dann müsste ich hier oben. Ne, ja, doch, hier oben lang. Dann gehen wir mal hier lang. Würde zumindest, glaube ich, Sinn ergeben eigentlich. Wenn ich die Kerzen lang gehen will. Hoffe ich. So, hier ist ein Ausgang. Warte mal, ich will mal gucken. Okay. Ne, das ist nicht der. Das müsste der Ausgang jetzt sein, oder der hier. Wir sind verkehrt. Das ist das Schöne an Colette. Man weiß nie, wo man rauskommt. Zumindest nicht richtig. Okay. Okay. Kann man hier auch lang? Finde das eigentlich alles Eis in meinen Augen? Sorry, aber für mich ist es eigentlich nur Eis. Und Alter, guck mal, da unten ist Wasser. Man sieht so das Wasser. Das ist ja nice. Hä, wo komme ich jetzt hier hin? 1577. Ja, okay, die haben wir. Also, das ist dieser eine Brief halt, den haben wir ja. Super, jetzt gehen wir jetzt gleich wieder. Okay. Und hier geht's nicht. Oh, doch, hier geht's auch lang. Warte mal. Nee, geht's doch nicht lang. Schade. Schade.
Echt, jetzt muss ich wirklich den ganzen Weg, nur weil der nicht hier hochklettern. Es ist ein Labyrinth, aber auch ein Labyrinth. Ja, ein bisschen Tropfsteinhöhlen sind Labyrinthe in meinen Augen langsam. Hoch. So. Hey. Da. Hallo? Mister? Ich mach mal Taschenlampe an. Also hier war ja die eine da. Zur Brücke. Ich glaube, wenn wir jetzt da rausgehen, ich weiß, wo wir sind jetzt. Gehe ich hier lang. Okay, hier ist der See. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, glaube ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, das mit dem See, da wird noch was kommen. Irgendwas sagt mir, da wird auf jeden Fall was kommen. Ja, jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir auf jeden Fall richtig, Leute. So. Ah, wie schön. So, dann müssen wir, warte mal, Jackie weiß das. Müssen hier, glaube ich. Da ging es ja nicht, dann müssen wir da, hier irgendwie so Schleifwege runter, ne? So, okay. Hallo? Mister, ich hab mich festgepackt. Ich komme wirklich nicht mehr raus. Nicht mehr raus. Nee, euer Ernst, nein. Da muss ich. Ich muss es beenden und neu starten. Dann müssten wir rein theoretisch jetzt eigentlich zu Dings kommen, ne? Also zu diesem Brief, wo wir den aufgesammelt haben. Das ist ja richtig komisch. Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen, gar nichts. Nur weil eine Wurzel drin war. Ich bin in der Wurzel drin. Habt ihr Leute schon den neuen König der Löwen-Trailer gesehen? Wein schön. Ich frage mich die ganze Zeit, könnten wir auch so zurück oder eigentlich? Müsste es doch eventuell eigentlich auch gehen, oder? Ja, eigentlich ja. Wir sind jetzt nirgendwo runtergefahren, wo man eigentlich jetzt nicht mehr zurückkommen konnte. Warte mal. Dann gehe ich mal hier. Und versuche da nochmal zurückzugehen. Zum Feier. Ich finde zum Feier wegen diese Wegrichtung. Falls wir doch nicht zurückkommen können, sage ich mal, gehe ich den einen Weg lang. Okay, wir können doch nicht zurück. Also da müsste ich doch den Einblick haben. Also man, schade. Ja, also der König der Löwenfäller, der sah schon richtig geil aus, ne? Also dieser, ich sag, das ist ein Animationsfilm. Echt, also Tiere haben die ja echt jetzt auch nicht verwendet. Es ist wahrscheinlich so wie beim Dschungelbuch. Da haben die ja schließlich auch nur Mowgli echte als echter Mensch verwendet. Der Rest ist alles computeranimiert. Wirklich, also das, was der gemacht hat, ist eigentlich. Der war in einer Turnhalle in meinen Augen. Ich glaube, der war wirklich da.
Guck mal, jetzt sind komischerweise keine Schattenwesen mehr hier, ne? Zettel gefunden, keine Schattenwesen. Ist schon komisch, ne? Ja. Ich finde es eigentlich ganz, also gut gemacht auf jeden Fall. Auch wenn viel Greenscreen oder was es sich sein wird oder wirklich nur computeranimiert. Bin gespannt, wie der überhaupt wird, aber König der Löwen ist eigentlich immer gut. Meistens. Der hat eigentlich alles. Der ist traurig, der ist. Ja. So, ich weiß gar nicht, wie soll ich sagen, wir gehen noch mal einmal zum Lagerfeuer, falls wir abkacken, muss ich nicht sofort wieder von der Höhle starten. Ich weiß gar nicht, eigentlich speichert er doch dann hier oben. Ja, speichert. Wird gespeichert, das wollte ich nur haben. Dass gespeichert wird. Also gefallen hat der Trailer mir auch. Auch wenn Mufasas Stimme ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, glaube ich. Es ist halt eine andere Synchronstimme, ne? So, wir müssen da. Und da rein. Und da ist es, sage ich mal, diese Koordinaten. Eigentlich. Da soll dieser eine Steckbrief auf jeden Fall sein. Ja, das ja. Ich hoffe aber, dass sie diesen lächerlichen Morgenreport nicht mit reinmachen. Auf Blu-ray, wenn man den Film auf Blu-ray kauft, da haben die als Special wegen Musical und so, ne? Ein Musical ist ja mal Singsasu Morgenreport und den finde ich so öde, echt ohne Witz. Statt einfach so wie in Originalen einfach zu erklären, sag ich mal, ja, so und so. Sasu, Mufasa, jenen, in geweihten Land, wow. So. Bin ich gerade überlegen, was sind wir jetzt vom Feuer? Ja, wir sind richtig auf jeden Fall. Weiß immer noch nicht. Also hier könnte ich jetzt nur auch so rum, ne? Ja. Hier ist nichts. Aber ich weiß auch gar nicht, was hier am See ist. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir hier lange bleiben. In die Musik ist gefliegt. Ja. Sagen wir so, es gibt viele gute Disney-Filme, da hast du recht. Hier sieht's aus, wenn ich hier runtergehe, sterbe ich. Eigentlich müsste ich hier runtergehen, irgendwo bin ich letztens runtergegangen. Das war eigentlich. Aufschließen wollte ich mich jetzt nicht lassen, aber okay. Oh, es ist nur wegen dieser einen Steckbrief, der ich finde den Morgenreport eigentlich gut. Nee, den finde ich nicht gut. Ich hasse den Song. Der ist unnötig, ohne Witz, der ist unnötig. Der ist nie in originalen König der Löwen dabei. Deswegen finde ich den unnötig. Wegen den Originalen ist er nie dabei und dieser Morgenreporter ist ja richtig scheiße dann. Ist der Morgenreport. Das denke ich auch so. Halt doch einfach die Schnauze. Der hat wirklich sonst nur, ja, schließlich so einen Bericht erstattet, einfach normalen, sag ich mal. Und dann kam ein. Ich glaube, ein. Maulwurf nicht, so ein Erdmännchen. Ne, Erdmännchen nicht. Murmeltier, stimmt, dann kam ein Murmeltier und hat Sasu einfach nur berichtet, dass da. Je in den geweihten Land sind und wenn nicht, bin ich mir recht erinnere. Hat zu Sasu halt berichten, Sasu hat weiter geleitet. Mufasa, jene im geweihten Land! Ist das die Höhe? Aber ich mag nicht alle Disney-Filme echt. Also
Findet Nemo fand ich ganz schön. Aber ohne Witze, Findet Nemo war einer der Filme, wo eigentlich kaum gesungen wird. Dory hat nur diesen einfach Schwimmen und das war's. So, wir müssen da wirklich runter, aber ich will mich nicht rein. Oh, wir haben es geschafft, ein Wunder. Das ist geschehen, wir haben es geschafft. So, jetzt muss ich auf jeden Fall da rauf. Zu der anderen Seite. Nee, mal auf. Ich glaub nicht. Ja, Mensch, so ein Murmeltier eher, sagt glaube ich eher. Maulwürfe in Afrika will, gibt's doch gar nicht. Das würde so sinnloseste Scheiß sein, wenn der hier einen Maulwurf verwenden will. Jetzt müssen wir da hoch, aber jetzt bin ich gerade selbst sprachlos. Wie ich jetzt da hochkomme. Ich find's blöd, dass sie keine Sprungtaste dran gemacht haben. Das Spiel ist so schön, aber springen vermisse ich schon mal. Bis ah, hier hoch. Da war es ja. So, und dann sind wir gleich auf jeden Fall in den Eingang, wo ja dieser Brief sein soll. Ich gehe hier so jetzt mal gucken, vielleicht ist er hier. Das ist nur so ein Steckbrief, mehr nicht. Also der gehört noch nicht mal zur Story übrigens. So auffällig aus, weil hier ist nichts. Das sieht aus wie. Das ist doch der! Letztes Mal habe ich drauf geguckt und der war nicht da. Also ich konnte nicht hier raufgehen. Alter. Die menschliche Psyche. Dr. wie Wojciechowski über wahnhafte Störung. Ich bin letztes Jahr während meiner Tätigkeit im Moskau Krankenhaus auf einen sehr interessanten Fall gestoßen. Es handelt sich um einen Patienten, der eine Frau angegriffen hat. Er bestand darauf, dass ihm sein Freund den Angriff befohlen hatte. Er behauptet außerdem, dass er Mitarbeiter in einer staatlichen Behörde gewesen sei, die mit der Untersuchung ungeklärter Phänomene befasst war. Es klingt absurd, doch die trügerische Vorstellung dieses Mannes waren so ausgeprägt, dass er die Vorfälle aus diesem Leben, das er nie gehabt hatte, bis ins kleinste Detail schilderte. Wir analysierten die Sache und suchten nach Beweisen für eine Aussage, doch wie zu erwarten, fand ich in der Realität keine Bestätigung dafür. An dieser Stelle muss ich festhalten, dass der Patient an einer wahnhaften Störung leidet. Unter anderem zeigt er Anzeichen von Beeinflussungswahn, Besessenheitszustände und Verfolgungsangst. Neulich habe er erfahren, dass er seit einiger Zeit davon überzeugt ist, sein Körper würde sich zersetzen. Er hat also das Cotard-Syndrom entwickelt. Cotard-Syndrom, okay. Die Wahnvorstellung
auf abnormale mentale Vorgänge, bei denen sich der Patient in einer fiktiven Realität mit ausgedachten Ereignissen und Menschen begibt. Betroffene Patienten sind durch keine Beweise davon abzubringen, dass ihre Vorstellungen nur eingebildet sind. Sie versuchen sogar selbst Beweise zur Bestätigung ihrer eigenen Version der Darstellung zu finden. Das war auch bei diesem Patienten der Fall. Er sprach von Dokumenten, die er angeblich mit eigenen Augen gesehen hatte. Naturgemäß bestätigte sich diese Aussage nicht. Ach hier, oh, ich könnte auch so nah ransehen. Hey, geil. Wir stellten fest, dass die Krankheit unserer Patienten von einem tragischen Unglück im Ural herrührt, bei dem neuen Skinwalk-Wanderer, also Skiwanderer, in erster Linie Studenten getötet wurden. Leider wissen wir noch immer nicht, welche Verbindung zwischen dem Patienten und diesem Vorfall besteht. Es ist jedoch möglich, dass alleine die Information über das Ereignis ein schweres Trauma ausgelöst hat. Okay. Wow, hätte ich nächstes Mal auch. Hier, wer Russisch kann, da ist der Artikel. Und da ist eine schöne... Das ist Moskau. So, jetzt haben wir den Zettel wenigstens, würde ich sagen, ne? Das ist der, ne? Yes, das ist der so. Mein Gott. Aber letztes Mal bin ich da hingegangen, ich habe gesagt, oh, da ist ein Zettel. Und ich, da war nicht E drücken oder so. Das ist komisch. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall die letzte Koordinate noch. Ich weiß gar nicht, ob wir es zeitgemäß schaffen, aber vielleicht mit hinporten müsste es vielleicht gehen. Also hin teleportieren, dass ich mich zum Beispiel hier hin teleportiere und dann gehen wir da durch. Das wäre dann ja hier. Soweit ich weiß. Ja? Ja, da. Genau hier. Also von daher versuchen wir es zu holen. Das ist der Mann. Wir haben einen psychischen Knacks erhalten. Vielleicht. Was ist, wenn wir, ohne Witz, was ist, wenn wir diese Person sind? Leute. Was ist, wenn wir unsere eigene Frau ermordet haben? Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Also, wir spielen doch einen Typen, der seine Frau tot ist. Und, echt, der ohne Witz, ich glaubt sie, dass wir den Typen spielen. Bitte. Bitte warte, ich höre Tür knacksen und hier ist ja keine Tür. Boah. Das ist unheimlich. So, wir sind jetzt hier, wir gehen da hoch und dann gehen wir einfach diesen Bogen lang. Also von hier nach da und geradeaus würde ich sagen. Also wir gehen hier hoch. Ja, die Koordinate habe ich auf jeden Fall. Da gehen wir jetzt hin. Das ist die letzte Koordinate, die wir eigentlich so abfahren können, ohne Dokumente sammeln. Also ich werde jetzt, also sagen wir so, die Dokumente, die ich gefunden habe, okay. Die Koordinaten, wo ich gewisse Dokumente weiß, nehme ich auch mit, ne? Aber wenn ich gewisse Sachen nicht weiß, dann nehme ich sie auch nicht mit. So, müssen wir rein theoretisch eigentlich hier. Dann nach da. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich hoffe, dass wir hier durch können. Da ist nur ein kleines Loch. Aber hier waren wir noch nicht, das weiß ich auf jeden Fall. Nein, wir kommen hier nicht durch. Scheiße. Hä? Hier ist aber was. Hier ist ein Zettel.
Hallo? 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 Ich würde schon sagen. Heute sind wir ziemlich spät aufgebrochen. Ich glaube, dass alle in der Nacht etwas gehört haben. Aber niemand traut sich, es vor den anderen zuzugeben. Ich bin eine Runde um die Zelte gegangen, aber ich konnte keine Spuren entdecken. Wir haben nicht mehr sehr viel geredet. Wir haben gerade einmal 2,5 Meilen geschafft. Wir hatten einen Eindruck, dass sich irgendetwas an unserer Umgebung verändert hat. Mir war, als würden wir beobachtet, und ich glaube, die anderen hatten ein ähnliches Gefühl, denn sie haben erwähnt, dass der Jäger in dieselbe Richtung unterwegs war wie wir. Wir werden es nicht weiter schaffen. Ich glaube, wir werden hier bleiben. Okay. Jetzt haben wir so. Wir haben Zettel, dann. Hey, Zettel. Wir sind hier. Ach du Scheiße, wir können nicht da lang. Das ist diese Brücke übrigens. Und außenrum können wir jetzt auch nicht, ne? Also außenrum geht's auch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ihr könnt mal gucken. Ne, wir können nicht. Scheiße. Gut, dann bleibt uns keine andere Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, also okay, ich könnte auf 12.45 Uhr strecken, sagen wir so, aber ich will ein bisschen stressfrei werden und so auch. Auch wenn das Spiel jetzt ein bisschen ziemlich schön spannend ist, finde ich. Wenn man weiß, wo man lang, aber wir nicht lang gehen können. Das heißt, wir müssen uns wieder porten. Woanders. Ich will mal. Ich glaube, dann gehen wir mal hier hin. Jetzt müsste der sinnvollste Lagerfeuer momentan. Und gehen den einen Weg lang. Ich kann mal gucken, Karte aber trotzdem nochmal. Also meine Idee war jetzt eigentlich hier lang gehen. Aber das Blöde ist, der Weg ist ja versperrt. Hä, wie sind wir letztens denn da lang gegangen, wenn ich mal fragen darf? Wir sind ja hier letztens da rausgekommen. Es gibt irgendwie für mich keinen Sinn gerade. Oder ist das der untere Weg? Aber ich glaube nicht, dass es der untere Weg ist. Ja, vielleicht sind wir hier irgendwo rübergehüpft oder so. Ja, ansonsten wiederum eine andere Möglichkeit bleibt, den einen Weg abzuklappern. Also Lagerfeuer war ja da. Wir müssen dann mal Kompass. Wo ist der schöne Kompass? Südlich. Wir könnten südlich jetzt lang gehen. Oder wir gehen ja hier lang. Ich gehe mal da lang. Dann gehe ich mal durch die Tunnel und so alles. Und da ist diese komische, was weiß ich, für Haus oder was das sein soll. Wo wir einmal durch die Map durchgeflutscht sind. Das weiß ich noch. Auch ein Ereignis, was nie vergessen wird. Auch wenn es kein Kampfszene ist, aber komm, es ist schon lustig. Einmal durch die Map flucht schon. So, ich glaube, wir sind dann hier. Ich bin jetzt gerade überlegen. Unten ist ein Pfad mit Eis, okay. 27, 52 haben wir, ne? Ja, das war da hier, ja, stimmt. Deswegen, ja, den haben wir auf jeden Fall.
Dann sind wir hier umgegangen. Ich gehe jetzt diesen einen Weg zurück. Also eigentlich müsste wir jetzt rein theoretisch hier irgendwo sein. Also gehe ich davon aus. Yes, auf jeden Fall, dass diese Schlaufe sieht so aus, zumindest für mich. Wir gerade gehen. Aber das Komische, ich sehe jetzt keinen Weg hinauf. Oder eine Höhle. Wo bin ich blind? Also hier ist nur ein Busch. Mysteriös. Ein Fall für X-Faktor. Das Unfassbare. Ich bin gerade am... Ne, das sieht nicht nach einem Weg aus. Hier könnten wir lang. Stimmt, hier könnten wir lang. Ich bin gerade am gucken, wie sagt er so. Wir waren auf jeden Fall irgendwo hier in diese Schlucht auf jeden Fall. Ich gehe jetzt nur diesen einen Weg zurück, aber ich glaube. Ne, wenn ich hier rüber gehe, dann ist doch nichts, sag ich mal. Also da ist doch keine andere Brücke. Nicht, dass ich wüsste, dass da eine andere Brücke ist. Da war doch diese eine Stelle, die wir nicht lang gehen konnten. Und hier war nichts mehr. Außer unser sicherer Tod. Ich frag mich das gerade wirklich. Also wenn wir diese Koordinate jetzt nicht schaffen, sage ich mal, ist auch okay, dann haben wir wenigstens noch Material für den anderen, also für morgen oder so. Ich weiß gar nicht. Ich bin gerade mal überlegen, hier unten kann ich ja schlecht, ne? Und ja, anderen Weg gab es jetzt nicht. Nicht, dass ich wüsste. Hier waren nur Bäume, ne? Bäume, wir lieben Bäume. Wie sind wir letztens da hingekommen, frage ich mich jetzt. Meine Befürchtung ist wirklich, dass wir irgendwie vielleicht darüber gegangen sind, irgendwie auf dem Weg, den wir eigentlich nicht beschreiten dürften. Ich habe mich selbst gewundert, hey, wieso sind wir da? Und das war eigentlich nicht der Weg, den ich gehen wollte. Deswegen, das ist so, komisch. Und ich glaube, wir sind der Psychopath, anders kann ich es mir nicht vorstellen. In der Lava hat er auch, sage ich mal, von Schmerz und so alles, was man nicht vergessen kann und so, ne? Deswegen gehe ich davon aus. Hier ist aber auch ein Weg. Aber das ist ein anderer Weg, ne? Nur zur Info. Nicht, dass ich wüsste. Ich gehe mal hier lang, gucken, was da ist. Deswegen also schon. Komisch. Müdigkeit. Okay.
Ich weiß jetzt nicht, wo wir jetzt lang sind. Also ich weiß eigentlich nur vom Gefühl, sind wir jetzt, bin ich von hier nach da gegangen. Mehr ist es nicht. Gefühl her, ne? Also nur vom Gefühl her. Hier ist eine Hülle. Ich gehe gucken, wo wir hier rauskommen. Ansonsten wiederum. Aber ich habe schon meine Befürchtung, wo wir hier rauskommen. Etwas sagt mir, dass wir da rauskommen, wo wir vor kurzem untersucht haben. Der Weg geht ja wieder nach Norden, ja. Ja, da hinten ist die Hütte. Und ja, wir kommen da raus, wo. Ja. Ne, also hier lang will ich jetzt nicht gehen. Ich will mehr nach da. Also, das heißt, wir müssen da. Das ist komisch. Wie soll ich leben? Tropfstein hin. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt gerade diese Höhe beschritten hatten. Gehe ich davon aus. Ich weiß es nicht. Das ist komisch. Also es ist schon. Wenn man nicht weiß, wo man wo ist, sag ich mal, Leute, dann ist es wirklich schwer zu orientieren ein bisschen. Ne? Also nicht böse gemeint, also von mir, aber nicht böse sein. Das ist aber wirklich so. Ich möchte gerne irgendeinen Zettel finden, damit ich mich wieder orientieren kann. So, mach mal schon mal was gucken. Okay. Ich will mich wenigstens orientieren können. Ich glaube, der eine Zettel, der war. Ja, wir sind. Ich glaube, jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir haben letztes Mal ja auch einen Zettel hier aufgesammelt gehabt. Ich kann mal gucken. Ja, hier war der eine Zettel. Jetzt müssten wir eigentlich rein theoretisch hier sein. Ne, da sein. Rein theoretisch, Leute. Okay, ich war hier noch nicht. Hier ist die Kirche. Oder die Anstalt. Eins von beiden. Da. Alter, da ist der Nebel wieder. Oh mein Gott, nein. Hier könnte ein guter Platz sein, um mein Zettel zu verstecken. Ich gehe da lang, weil was da will. Wir müssen da lang. Ja, komm. Wenn diese Wesen schon hier sind, sage ich mal, dann sind wir auf jeden Fall richtig. Leute, da sind wir auf jeden Fall fett richtig. Das kann ich euch schon mal sagen.
Ihr wart auf diese Kirche, oder nicht? Scheiße, da ist auch einer. Ich versuche den Außenweg zu gehen. Dein vollkommener Ernst? Der geht extra da, wo ich bin. Wir wissen, wo wir sind. Deswegen, also, ich hab die Kirche jetzt. Hä? Wo sind wir? Also, wir sind schon richtig. Irgendwo hier müssen auch ein Zettel irgendwo sein, aber. Hä? Oder war die Kirche eine Halluzination? Hä? Also, wir sind so viele von diesen Viechern, nur zur Info. Wir sind jetzt übers Wasser, warte mal. Aber Wasser wird da nicht gezeigt, deswegen. Nee. Geh mal hier hoch. Hier ist aber auch nichts. Alter, was ist denn? Also ich weiß, dass wir schon auf jeden Fall eigentlich, wenn diese Viecher da sind, sind wir auf jeden Fall richtig. Denn die sind meistens nur da, wenn der Zettel in mir ist. Oder da, wo wir hin müssen. Aber ich habe mich gewundert, warum so eine kaputte Kirche oder was das sich Anstalt sein soll. Und jetzt ist sie weg. Nur zur Info, es ist weg. Ich glaube, das war Halluzination. Ne, da hinten ist sie. Hä? Da hinten? Oh, lauf, lauf, Horst! Scheiße. Lauf, 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 lauf. Wie atmen bist du? Ich will auf jeden Fall zu der Kirche hin. Ich glaube, da müssen wir auch hin. Nur wo liegt sie, ist die Frage. Hier gehe ich ja auch wieder nur in den Kreis. Und da ist wieder ein Typ. Lass mich bitte. Nein, lass mich durch! Steine. Wow, 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 Mama. Jetzt, es ist nur ein Turm da oben und ohne Witz, wir müssen da hin. Das ist ein scheiß fucking Turm, aber wir müssen da hin. Es ist, nee, das ist ein Gebäude. Hey, aber von hier sind wir dann gekommen. Jetzt frage ich mich wirklich, wie man da hin soll oder wo wir sind. Deswegen, ich habe jetzt keine Koordinate. Was blöd ist, was sage ich mal, wenn ich den Stream nachher jetzt beende, ohne diese Scheiße zu finden. Also den Zettel. Oder irgendeinen anderen Zettel. Aber eine A-Karte. Also, entweder kommen wir überhaupt gar nicht dahin, oder ich weiß es nicht. Aha. Ich geh mal hier lang. Oh, fuck it. So, jetzt ist es da hinten, ey, als ob wir so einen Zeitsprung, so was sich machen. So, jetzt ist die Sache, hier ist nur ein tiefer Abgrund, da drüben auch wahrscheinlich, ja, und hier sind Fußabdrücke von Wesen, die ich hassen tue.
laufen und da kommen wir wieder zum einen begrenzenden Kreis. Also, okay, du bist da. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind, ne? Ja. Oder? Ich will mich nur orientieren. Guck mal, unter uns ist auch ein Wald, übrigens. Ne, ich werde das nicht schaffen. Ich glaube, ich beende gleich mal. Wir wissen ungefähr jetzt, wo lang halt, ne? Und ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt auch ungefähr sind. Wir müssen eigentlich dann wieder hier irgendwo sein. Vielleicht sind wir hier. Ich weiß es nicht. Und wir müssen auf jeden Fall weg da. Ich komme da irgendwie auf jeden Fall in diese Kirche oder was sein soll. Da kommen wir überhaupt gar nicht hin. Ich glaube, die ist nur Deko. Aber ich finde es irgendwie schon komisch, eigentlich eine Stimme sagt, wir sind richtig. Aus dem Grund, weil da diese Viecher sind, ne? Hier, guck mal, hier ist eine Brücke, jetzt ist die schneller. Ich habe nicht viel Zeit. Finde den Weg, Lol, ich bin nur aus der Buße, weil ich gerannt bin. Haben wir den richtigen Weg gefunden? Also, scheiße. Schnell. Ein Tappen dann tue ich jetzt. Nein, nee, scheiße. Hä? Scheiße, guck mal, der Nebel, der kommt. Ja. Ich geh mal die Glocken folgen. Warte mal, ich mach mal jetzt zwei Kopfhörer. Schon wieder sowas. Ich weiß noch nicht mal, wo wir hier sind. Ich weiß nur, dass es eine große Fläche ist und wir hören Glocken. Da hinten ist die Kirche. Sag bloß, wir sind jetzt da in dem Berg. Geil. Wir können hin. Wir können hin, Leute. Ich weiß nicht, was uns da erwartet, Leute. Außer dass hier ein Nebel ist, der mir nicht gefällt und ich möchte hier rein, wenn es möglich ist.
Im Namen des Vaters. Oh. Wer auch immer es sei, sein mag, er, der diese Worte liest, ich flehe sie an, helfen sie uns. Wir befinden uns an einem Ort, an dass er damit dir auch besser lesen können, nicht nur ich. An einem Ort, den die Postfach Nummer 5 nennen. Ich weiß nicht, wo dieser Ort liegt. Ich weiß nicht einmal, welches Jahr wir haben. Wie sie verbieten uns jeglichen Kontakt zur Außenwelt. Sie sperren uns in Zellen ein, jeweils zu viert. Ich habe da Dutzende solche Zellen gesehen. Sie sprechen über das Namen Anomalie 7. Wir müssen jeden Tag Tests über uns ergehen lassen. Untersuchungen, Folter. Ich habe gesehen, wie sie Leute umbringen. Ich habe schreckliche Dinge gesehen. Schreiben sie drüber, teilen sie es der Welt mit. Sie führen die schrecklichen Experimente durch, die man sich vorstellen kann. Sie haben etwas, das wir die Schreckenskammer nennen. Niemand weiß, was genau mit den Menschen passiert, die dort hineingebracht werden. Manche kommen wieder zurück, aber sie sind nicht mehr sie selbst. Sie sind ganz abwesend. Andere werden tot herausgezogen. Nur wenige bleiben bei Verstand. Ich habe ein grell-oranges Licht gesehen, das mit dämonischen Stimmen zu mir sprach und mir Dinge zeigte, die schlimmer sind als jeder Albtraum. Manchmal kommen die Menschen mit Knochenbrüchen und Verstümmelungen heraus. Zerquetscht, verstrahlt, zerstückelt, ich ertrage es nicht mehr. Erlöse sie uns von diesem Anblick. Unter uns gibt es einen Wissenschaftler. Er sagt, dass er sie während ihrer perversen Experimente etwas entdeckt hatten. Etwas, das, was sich von dieser Welt sei, also nicht von dieser Welt sei. Sie versuchen es zu testen, doch in Wirklichkeit werden sie von ihm getestet. Er sagte, dass es auf der Welt mehr Orte wie diese gibt und dass sich eines Tages die Pforten der Hölle öffnen werden. Sie müssen das verhindern. Zerstören sie es. Zerstören sie uns. Töten sie uns alle. Das Zentrum wird von der sogenannten russischen Forschungseinheit für Naturphänomene geleitet. Ich habe den Namen auf dem Ausweis des Mannes gelesen, der mich verhört hat. Er sagte, wir seien Gefangene, verurteilte Mörder, Vergewaltiger, Diebe, aber das stimmt nicht. Ich habe nichts Unrechtes getan. Ich hasse alles, alle. Ich hasse sie alle. Sie nennen uns Subjekte. Namen sind uns nicht gestattet. Ich bin Subjekt 73. Ich erinnere mich nicht einmal mehr an meinen richtigen Namen. Ich flehe Sie an. Bitte helfen Sie uns. Brennen Sie dieses Ort nieder. Wenn dieser Brief die Mauer des Zentrums überwindet, wenn die Wächterin, die versprochen hat, ihn zu überbringen, ihr Versprechen hält, dann müssen sie etwas tun. Ich beschwöre sie bei allem, was in mir heilig ist. Sie müssen. Mein einziger Zellengenossen Anton flüstert mir ins Ohr, dass
alles in Ordnung kommen wird. Dass das orangefarbene Licht mit der Stimme hunderte Engelschöre singt. Also Engelschöre oder Scharen singt. Anton hat mir versprochen, dass er mich befreien wird, wenn ich gut zuhöre. Manchmal glaube ich jedoch, dass nichts von alledem existiert. Es gibt kein Gefängnis, keine Gitterstäbe, keine Ärzte, keinen Anton. Es gibt nur dieses furchterregende, alles durchdringende orangefarbene Licht. So. Wir haben es ja geschafft, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, was jetzt passiert. Wir haben auf jeden Fall alle Koordinaten hier. Heilige Scheiße. Was? Also ich glaube Subjekt 73 sind wir. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben unsere Frau ermordet. Deswegen dieser Schmerz, den er letztens erwähnt hatte, dass keine Zeit die Wunden, also Wunden Schmerz heilen. Ja gut, und wie kommen wir jetzt hier weg? Hier ist ein Friedhof, oh mein Gott. Friedhof der Kuscheltiere. Wäre schon krass, wenn wir jetzt noch eine Nummer haben oder so extra bekommen. Aber hier ist nichts. Auf der ganzen... nichts. Schade. Gut. Ich glaube, da gehe ich mal zum Lagerfeuer irgendwo hin. Ich weiß es nicht. Wegen 10 Uhr fühle ich auf jeden Fall los. Krasse Scheiße. Würde ich mal sagen, ne? Beziehungsweise, warum höre ich jetzt so ein. Als ob so ein Erdbeben gehen wäre? So. Normal ist es nicht, ne? Hey, hier können wir auch runter, oder? Nein, da kommen wir nur in den Tod. Das gefällt mir ja gar nicht. Ich will auf jeden Fall raus hier. Ich will zum Lagerfeuer irgendwo. Eigentlich dürfte jetzt gar nichts sein, nur der orangefarbene. Scheiße. Ich hab gedacht, jetzt kriegen wir Credits oder so zu sehen, aber die sind wir gar nicht. Die haben wir nicht zu Gesicht bekommen. Hier ist ja nur dieser eine Weg, wo ich ja vom Nebel geflüchtet bin. Gehe ich mal zurück und gucken, ob wir zurückgehen können. Das ist schon. Okay, hier ist ein Baumstumpf, da könnten wir auch balancieren können irgendwo hin. Also der Nebel, der eigentlich müsste jetzt alles weg sein, ne? Eigentlich haben wir jetzt nur kahle Wände, wenn nicht. Also wir haben eigentlich gar nichts, aber cooler Weg, echt so ein. Da hat man so Treppen gesehen. Geiles Game. Also von Story wäre ja rum, ja, ich frag mich, wann die Credits kommen. Ich guck gar nicht erstmal. Aber ich muss sagen, es ist. Ja. Von Story her fand ich es ganz gut eigentlich halt, ne? Ich frag mich, was jetzt auf uns zukommt, nur versteht ihr? Irgendwo müssen doch die Credits jetzt. Was ist das richtige Ende jetzt? Wegen eigentlich. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach jetzt alles sammeln oder so, ne?
Wäre schon krass, wenn wir jetzt alles andere Dokumente noch einsammeln müssen, bevor wir die Credits sehen. Das wäre schon richtig krass. Guck mal, die Geister sind auf jeden Fall auch weg. Meine Wahnvorstellung. Ich nenne es jetzt mal Wahnvorstellung. Wie könnten wir da durch? Ich bin jetzt nur neugierig. Den Weg versperrt. Wir können leider keine Steine hochklettern. Nur hochringen und ein bisschen. Alter, was ist dieses Ding? Was ist das? Das ist erst seit wir den letzten Zettel haben. Das Sound macht mich ein bisschen nervös. Weil ich nicht weiß, was auf uns jetzt zukommt. Ich will auf jeden Fall jetzt raus. Ich will einfach nur zum Lagerfeuer eigentlich. Hey. Hey, was ist denn da? Ach, hier. Ah, hier ist eine Höhle, stimmt. Hä? Hey. Waren wir schon mal hier? Dann kommen wir hier durch? Nein. 61,32, haben wir da was? 60. 61,32. Das wäre hier. Da wäre zumindest jetzt, ja, das wäre hier so ungefähr. Aber nee. Ich werde jetzt das nicht holen. Ich weiß nur, dass irgendwas los ist, was nicht okay ist, und ich frag mich was, und ich will hier raus. Ich hab gedacht, dass wir jetzt, fünf Minuten latsche ich jetzt hier rum. Hey, guck mal, die Wolken da oben, die gehen ja schnell. Okay. Als ob irgendwas in einem Berg drin ist. Ah, jetzt weiß ich zumindest, wo wir sind. Wenn da die Höhle ist, dann könnten wir hier rein, theoretisch. Genau. Weg. Meine Frage, was ist, wenn wir jetzt in die Mitte gelangen? Und da die Story beendet wird. Ist mir gerade so eingefallen. Ach du Scheiße, genau das, was ich befürchtet habe. Das ist der Beben. Gut, okay, ich muss mal Pipi machen, sorry. Bis gleich.
glaube, wir neigen uns das Ende zu. Glaube ich. Hä? Zumindest gehe ich davon aus. Boah, diese Felsen da hinten. Irgendwas sagt mir, dass das nicht gut ist, wenn wir jetzt sofort da hingehen. Ich will da eigentlich nicht hin. Ich will lieber erstmal zum Zelt. Aber warum? Wieso hast du die Ruhen? So, Norden ist das Zelt, das weiß ich, aber ich gehe außen rum. Weil ich nicht weiß, was auf mich dazu kommt. Das ist die Frage, ist es eine Halluzination? Wir sind irre. Ich gehe wirklich davon aus, dass wir den Psychopathen spielen eigentlich. Okay. Man kann nicht. Hey, meine Seiten! Ich habe alles eingesammelt. Wie? Ich würde schon sagen. Akt. Doch. So sind wir. Hast du einen rollenden Plan? Kein Zufall. So, und niemand ist so wirklich unschuldig. Du magst vielleicht nicht, aber wenn sich die Tore des Abgrunds und ich geh mal schnell zum Licht. Ich geh nur zum Licht. Also hier sind Reifensprung übrigens. Ich folg mal dir. Das ist ein Feuer, oder? Oder ist das ein Zelt von mir? Komm auf jeden Fall näher ran. Heilige Scheiße. Das Blöde ist, ich will in 15 Minuten los. Stimmt. Okay. Ich gehe zum Licht. So wie es aussieht, müsste es möglich sein. Ja, rundherum werden so. Zelt, Zelt. Ist wirklich ein Zelt. Der Vorfall. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist passiert? Haben wir jetzt alle auch abgeschlachtet? Scheiße. Haben wir die Dyatlov-Gruppe abgeschlachtet? Aber eigentlich dürfte es nicht. Das ist doch die Zukunft. Echt jetzt? Das war's? Was? Geil. Geiles Ende. Nice. Wir gehen einfach nur zum Zelt und reißen das Zelt auf und eine Frau schreit. Oder irgendjemand schreit. Und das war's. Geil. Haben wir die jetzt vergewaltigt oder was? Die da im Zelt ist. Aber ohne Witz, geiles Game. Kann ich eigentlich nur euch empfehlen. Also wirklich kann ich euch empfehlen. Lukas Kaczewski, ein Hoch auf dich. Das sind polnische Vorname meistens. Rajkowski, Arkadius, also polnisch-russisch. Sprecher, Seon Bian, Gary Martin. Tomaraiten. Okay. Heilige Scheiße. Wir haben es durch, Leute. Wer ist denn überhaupt noch alles da? Drei Zuschauer sehe ich, aber wer ist da? Ich glaube, alle sind abgehauen, wo ich das Spiel orientierungslos einfach gefunden habe, den Weg.
Ja, das Spiel ist vorbei. Sag mal, was machst du? Guckst du überhaupt wirklich zu oder Tagträumer? Das Spiel ist vorbei. Alter. Wenigstens schaffe ich gleich noch meinen Sohn abzuholen. Ist dabei, das Spiel. Das Spiel ist vorbei. Wir haben ein Zelt aufgerissen, sind zum Licht gegangen, da ist ein Zelt gewesen, vermutet, und dann gab's nur... Also hat man nur Schreie gehört, wenn nicht. Wenn nicht, Leute. Hat mich traurig gemacht. Wenn nicht, ich hätte mehr gesehen. Fleisch. Ein bisschen Fleisch hätte ich gesehen. So, komm, die Credits sind vorbei, die Musik wiederum, weiß ich jetzt nicht, muss ich sie mir jetzt geben. So, ich würde mal sagen, komm, wir gehen zum Hauptmenü. Ich habe zugesehen, ey, du hast zugesehen, cool. So, dann bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Es ist schon 13 Uhr in einer Minute. Wir haben Collat auf jeden Fall durch. Ich weiß jetzt auch, wie ich die Folge nenne. Auf jeden Fall Klammern Ende, Klammern zu. Werde mal gucken, wie ich das weiter da mache. Ja, sorry, das Stream ist jetzt vorbei. Ich muss jetzt los. Ich muss mich fertig machen und danke fürs Zuschauen, würde ich mal sagen. Und wir sehen uns, ich weiß nicht, heute Abend nicht. Morgen Abend vielleicht. Oder vielleicht auch heute Abend mal gucken, wie lange Creeps Channel, also Creeps Channel streamt. Da bin ich gespannt und dann mal gucken. Halt. Wie es abläuft dann, sagen wir so. Ich weiß auf jeden Fall, was er schon spielen wird, auf jeden Fall. Das wird Dragon Quest sein, so wie es aussieht. Also Creeps Channel. Ich nicht. Ich werde nachher shoppen gehen. Erst meinen Sohn abholen, dann shoppen gehen. Und sag mal, wenn ihr Spielevorschläge habt, könnt ihr das bitte in den Kommentaren schreiben. Also Spiele, die in Steam möglich sind zu kaufen. Momentan ist ja der fette Herbstaktion bis zum 27. November. Und ja. Da habe ich schon ein paar Spiele zwar im Warenkorb, aber ja, ich kann mich schlecht entscheiden. Eigentlich innerlich sage ich halt Monster Hunter. Halt. Auf jeden Fall Monster Hunter, sagt eine Stimme. Und den Rest mal gucken halt. Deswegen muss ich gucken. Wie es war. Naja, egal. Ich werde erstmal auf Wiedersehen sagen. Also Monster Hunter World will ich auf jeden Fall holen. Schau, weil ich irgendwie das Spiel verbisse und ich keine Xbox mehr habe seit langem. Ich besitze das Spiel eigentlich auf digital auf Xbox. Gut, danke auf jeden Fall. Tschüss. Wir sehen uns das nächste Mal. Was auch immer ich mache, ne? Ich habe euch ganz doll lieb. Danke für eure Treue. Wir haben Collat durchgehalten, wir haben Resident Evil durchgehalten heute ein bisschen, also Resident Evil 4 mit Nerven. Kleiner Rage-Mode von mir, würde ich sagen. Das ist furchtbar, ich hasse die. Ich bin froh, dass wir den Boss geschafft haben, aber Heilung wünsche ich mir noch mehr zu finden. Aber ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Stream. Vielleicht schreiben wir, wenn wir bei Creeps Channel, könnt ihr auch vorbeischauen. Heute Abend um 21 Uhr, glaube ich, streamt er. Wenn ich mich recht erinnere. Tschüss, euer Jackie.